So, servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Wir haben heute Florian zu Besuch. Aus dem schönen Iserlohn. Genau. Wo wir viel Schützenfest feiern. Auch. Auch. Kann ich nur empfehlen. Kurz rüber geschaut. Waldig, sag ich jetzt mal. Waldig? Waldig, ja. Rundrum ist noch Wald. Ja, und hier haben wir den Teutoburger Wald. Deswegen, ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, oh, du bist zu weit weg. Und dann sage ich mal, mach doch mal Urlaub hier. Hier ist echt schön. Aus Westfalen wird immer belächelt, so ein bisschen so wie der Sauerland. Aber es sind beides extrem grüne Streifen und das lohnt sich schon. So, haben wir schon mal was für die Touristik getan. Kommen wir jetzt aber mal zu dir. Was kann ich für dich tun? Aktuell würde ich sagen, rechte Schulter, wobei das habe ich schon immer, seitdem ich Tennis spiele. Also die, warum spielst du am Tennis? Gespielt habe. Ich darf nicht mehr. Arzt hat es mir verboten. Knackt so ein bisschen, springt so ein bisschen, macht die nicht, wenn ich die bewege. Ist öfters mal auch, also, ja gut, ich bin Rechtshänder, gerade wenn der Fehler mit Arbeit ist im Kindergarten. Sport ist ein bisschen. Du arbeitest im Kindergarten? Ja, bin Erzieher im Kindergarten. Okay. Und was noch wäre, so die Hüfte. Manchmal, wenn ich stehe und so einen Schritt zur Seite drehen möchte, habe ich das Gefühl, dass irgendwo hier was klemmt. Ein kurzer stechender Schmerz, so eine Sekunde, zwei, und dann geht's wieder. Also, hin und wieder. Also bei der Schulter, holen wir jetzt nochmal ins Board, du darfst kein Tennis mehr spielen, warum? Damit das nicht schlimmer wird. Was? Was für eine Diagnose hast du da gekriegt? Es könnte eine angehende Schulterluxation sein. Luxation? Ja. Dass das öfters mal rausspringt, wenn ich weiterspiele. Wurde mir damals gesagt, deswegen habe ich aufgehört. Ausgesprungen? Nein. Was für Schmerzen sind denn entstanden? Im Endeffekt sowas wie Entzündung. Bei der Bundeswehr war das so bei Überanstrengung, dass die dann schon ein bisschen dick wurde und entzündet wurde. Auch bei der Arbeit in der Jugendhilfe hatte ich das ein-, zweimal, dass dann hier durch sehr starke Belastung innen drin irgendwie eine Entzündung entstanden ist. Ja. Habe eine Spritze reingekriegt, dann war es wieder gut. Okay. Und heutzutage hast du jetzt keine Schmerzen mehr, aber es knackt. Es knackt und manchmal halt, wie gesagt, bei etwas mehr Anstrengung, wenn, je nachdem, was man macht, Dauerbelastung, sage ich jetzt mal, deswegen auch kein Tennis, fängt es an hier so ein bisschen zu stechen, genau an der Stelle. Da. Keine Ahnung. Gut, gucken wir gleich einfach mal. Und mit der Hüfte, das hast du häufiger? Alle zwei Monate, einmal, zweimal so. Ein Stechen? Genau. Okay, gut. Hattest du schon mal Rückenproblematiken? Bei der Bundeswehr wurde ich sehr häufig eingerenkt. Also, da hatte ich viele Verspannungen und Klemmen. Wieso, was warst du denn da? Kanonenfutter? Nee, einfach nur bei der Grundausbildung war das. Ach so, danach war es auch wieder gut, aber während der Grundausbildung war da, keine Ahnung, beim Joggen oder sonst irgendwas, habe ich einen Schlag im Rücken gekriegt und. Okay, gut. Und nach der Grundausbildung, die jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen, einiges her, ein bisschen ist, genau. her ist, seitdem. Hatte ich jetzt ein-, zweimal noch so eine Art Hexenschuss. Aber sonst nichts mehr, was irgendwie groß Probleme macht. Ich renke mich, also löse die Blockaden auch selber, indem ich hier diese Bewegung auf den Rücken lege und dann knackt das auch schön unten in einem Hüftbereich. Von daher gesehen ist das eigentlich. Also machst du da regelmäßig was wieder? Genau. Oder knackst du dich jetzt einfach nur? Nee, ich ruder auch. Und so zu richtig Hause. Rudern? Nee, jetzt auch am Gerät. Okay. Richtig rudern. Täglich. Alle zwei, drei. Ja. Täglich nicht. Und ja, das war es eigentlich so. Okay, gut. Was erhoffst du dir heute von mir? Eventuell noch eine zweite Diagnose, dass das vielleicht nicht irgendwie eine angehende Schulterluxation sein könnte oder was auch immer. Vielleicht einfach nur irgendwas schief und bei der Hüfte im Endeffekt, dass das, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr vorkommt. Weil in dem Moment friere ich halt ein. Also da muss ich dann die Bewegung unterbrechen. Da ist dann auch nicht möglich, dass ich mich weiter drehe oder sonst irgendwas. Da muss ich kurz. Weil der Schmerz an dem Punkt einmal sticht oder geht auch was ins Bein? Nee, sticht nur einmal an den Punkt und dann kann ich mich wieder bewegen, hab dann auch nichts mehr. Also dann könnte aber ist einmal. Einmal so ein Schlag und dann ist wieder gut. Okay. Ja, dann lass mich mal gucken, was ich so alles finde. Ja. Was hast du? Mankini?
Wir fangen mal an. Florian, ja. Du wolltest mal eine Bewegung zeigen, wo das dann... Genau, wenn ich so den Fuß drehe und dann die Bewegung, also mich quasi zur Seite drehe, geht aber in beide Richtungen. Und dann habe ich hier... Recht in den Hüften. Ja, so der Bereich halt. Da sticht es dann und dann muss ich kurz stehen bleiben und dann geht es wieder an. Keine Ahnung. Okay, gucken wir uns dich einmal von vorne an. Wirkt relativ ausgeglichen, was den Schultergürtel angeht. Und jetzt da, wo die rechte Schulter ist ja geräuschmäßig ziemlich auffällig. Ich finde jetzt visuell erstmal nicht so richtig. Aber mich interessiert natürlich total dein Schulterblatt. Deswegen dreh mal deinen Rücken uns zu. Ja, und da sehen wir jetzt das schon eher. Nämlich hier ist es flach. Hier ist es eher flacher. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Da kommt das Schulterblatt. Die Schulterblattanbindung ist da nicht ganz so gut. Und dieses Ruppeln, was man ganz am Anfang gehört hat, das kommt meistens dadurch zustande, dass hebt man den Arm einfach hoch. Und dann muss das Schulterblatt, das zieht hier zur Seite. Und läuft über Rippen. Das Schulterblatt hat innen drin von unten so Einschneidung, weißt du, dass das über die Rippen auch laufen kann. Jetzt mach mal hier deine Arme, hier diesen hier, ruckel mal. Also wird das Schulterblatt so richtig schön so. Und das hört man. Mach nochmal. Schön über die Rippen drüber gerieben. Aha. Und das passiert häufig, wenn das Schulterblatt halt, also eine gewisse Instabilität schon, Schulterblatt gleich Schultergelenk, aber das hat ganz viel mit der Anbindung des Schulterblattes hier hinten zu tun. Und das heißt noch nicht gleichzeitig, dass der Oberarmkopf eine Instabilität haben muss, weil ne, da geht es ja dann um die Luxation. Genau. Gucken wir nochmal unten. Ich finde, also wirkst an und für sich relativ klar geschnitten, oder? Mhm. Sagst du, Linda? Absolut. Und ja, nee, das, so viel fällt mir da jetzt erstmal im Stand nicht auf. Da, wir springen ein bisschen hin und her. Okay. Insofern, dass du. Ich brauche ein neues Kissen. Du kannst dich auf den Rücken legen, aber erst brauchst du ein Handtuch. Jetzt hast du mal eins. Ja, nehmen wir deins, nehmen wir das kleine nochmal für hier oben. Hase. Hase. Ja, das ist schöner. Was ist schöner? Als deins. Meins ist grau. Na und? Das sieht doch voll gut aus. Grau ist schön. Und ich dich mal auf den Rücken, bitte. Auf den Rücken. Meine Tochter hat letztens gesagt, als sie fragte, was ihre Lieblingsfarbe wäre, hat sie gesagt, schwarz. So habe ich auch reagiert. Weißt du, woraus schwarz besteht? Aus allen möglichen Farben. Also es ist eigentlich bunt. Ja, genau. Man kann sich Dinge auch schön reden. Das ist die Logik vom Papa. 5. Brauchst dir keine Gedanken mehr. Das wird ein Grufti. Ein Regenbogen-Grufti. So, Aufnahmen von deiner Hüfte sind ja nie gemacht worden, denke ich mal. Ne? Ja, gucken wir mal. Aha. Oh. Okay. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Star Wars. Wie heißen die nochmal? Die Jedis, ne? Wie heißt denn das kleine grüne Männchen? Yoda. Okay. Sackzement. Geht mal weiter. Hast du irgendwie, darf ich mal kurz mal deinen Arm hier drehen? Hast du mal das Gefühl, dass du insgesamt ein bisschen überbeweglich bist? Nein. Also die ich muss aber sehr viel in die Hocke gehen im Kindergarten. Von, vielleicht nee, weiß ich, ob das was dran macht. Aber nein. Ja, ein bisschen geht noch. Okay. Sollte das nicht so? Sagen wir mal so, typisch ist, du bist ja jetzt Mitte 20, ne? Ja, ab genau. Mitte 20, dass sich das ein bisschen einschränkt. Aber guckt euch das mal an. Ihr könnt das ja gerne zu Hause mal machen.
Aber jetzt bin ich parallel hier zur Hüfte, da. Gut, das habe ich aber schon immer, dass ich die auch übereinander legen kann und quasi im Schneidersitz. Ja, ja, genau, richtig. Also, okay. Das wollte ich mir auch beibehalten. Also das habe ich schon probiert, dass das immer... Ja. Mhm. Bleibt, nicht? Ja, ist auch an und für sich eigentlich eine ganz nette Geschichte, so. Mhm. So, da kommt die Issue. Das ist gut für einen Kerl, aber da merke ich jetzt wenigstens einen ordentlichen Widerstand. Bei den Rotationen merke ich jetzt nicht so richtig einen Widerstand. Das ist untypisch für die Hüften. Wir müssen jetzt gucken, warum links und rechts, warum das manchmal so zwickt, wenn du dich drehst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die Hüftköpfe sich bei dir in den Gelenken durchaus ein bisschen mehr bewegen als bei anderen Menschen. Okay. Und jetzt kommen wir auf deine Schulter. Haben wir da nicht eine ähnliche Frage gehabt, wegen der Überbeweglichkeit? Ja. Es gibt halt schon Menschen, die neigen dazu, dass die Bandführung teilweise in den Gelenken nicht ganz so straff sind. Okay. Okay? Also wenn ich jetzt hier an dem Finger ganz doll ziehen würde, würde ich den wahrscheinlich rausreißen. Mhm. Soll ich mal? Nee, lieber nicht. Okay. Nein, will ich natürlich nicht, aber das merkt man in der Beweglichkeit. Und die Hüfte spricht da schon eine sehr deutliche Sprache. Und tatsächlich ist es da so, wenn du das so rotierst und dann noch mit rotierst, dann rotierst du vielleicht den Hüftkopf hier so dermaßen weit, so weit in der Falle, dass er ein bisschen springt. Dass da ein bisschen auch was springt. Dass die Bänder lassen, also eigentlich, man hat hier eine enorme Bandführung drin, weil das muss ja gesichert sein. Also vor allem links ist ja noch krasser bei dir. Und auch, also ich würde hier schon, also nee, Linda, willst du das mal bei mir machen? Kannst du mal kurz filmen? Klar. Ich wollte Linda sowieso schon immer therapeutisch einbinden. Kannst du mal? Können wir mal kurz wechseln? Okay, ist ja nur eine Frage. Okay, also das ist auf jeden Fall hypermobil. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich dir da tatsächlich helfen kann, was dieses Springen, dieses Schmerz in den Hüften angeht. Nichtsdestotrotz gucke ich erstmal, was dein Beckenring mir sonst noch so erzählt. Also setz dich mal bitte einmal auf. Kann man die Bänder nicht kürzen? Das kommt nächste Folge. Ja. 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 Operation. In der Zeit hat dann Linda ihr Chirurgiestudium abgeschlossen. Genau. Und dann können wir endlich mal hier das Besteck von meinem Vater da oben benutzen. So, kommen wir ein Stück zurück, dass die Kniekehlen gleichmäßig an der Kniekehle sind, an der Bandkante sind. Ist ja schon wieder Lichteinfall, aber trotzdem hier hängt es ein bisschen tiefer. Also ich finde, man sieht es schon. Es wird dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen sein, dass die Schulter, aber trotzdem vom Schulterdach her. Ja, man sieht sich selten von hinten. Das ist immer so. Ja, und das unter anderem deswegen habe ich auch angefangen. Irgendwann habe ich mal gesagt zu meinen Patienten, doof, dass du gar nicht dir selber auf den Rücken gucken kannst. Deswegen müsste hier eigentlich eine Kamera stehen. Jetzt steht da auch eine Kamera. Das ist gut so. Jetzt schauen wir mal, ob ich unten im Beckenring was finde bei dir. Und was auffällig ist. Aber Florian, hast du schon mal probiert, dir auf den Rücken zu gucken? Weil es könnte ja eventuell klappen. Du könntest das. Mama? Fast. Nee, guck mal unter die Decke. Vielleicht kannst du dich weiter rumbiegen. Weiter. Nee, geht auch nicht. Einmal nach vorne beugen, bitte. Und wieder hochkommen. Nochmal. Und wieder hoch. Weiter. Oh, die hochkommen. Nochmal. Oh, die hoch. Nochmal. Oh, wieder hochkommen. Hm. Ich kann jetzt erstmal nichts entdecken, aber. Ich wollte jetzt gerade noch mal an deinen Hüften ziehen, um zu gucken. Das habe ich vorhin vergessen. Mhm. Aber bleiben wir erstmal noch mal hier im Kontext. Also Beckenlendenwirbelsäule habe ich jetzt erstmal keinen Befund von den Gelenken, die ich da testen kann. Ja? Mhm. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Ui, hier reagiert aber einer ordentlich. Das ist schnell rot, dein Gewebe. Das kennst du ja wahrscheinlich.
Wann warst du denn das letzte Mal in der Behandlung? Bei der Bundeswehr? Ja, schon so 20, 22 Jahre her. Guck mal nach links so weit, wie es geht. Guck mal nach rechts so weit, wie es geht. Ui, ja, Angeber. Markieren Richtung Brustbein. Gut, unter der Decke nochmal gucken. Okay, gut. Und einmal auf dem Rücken. Gut, also da bewege ich mich spitzenmäßig in der Halswirbelsäule. Wie sieht das mit Kopfschmerzen aus bei dir? Manchmal, ich habe auch so eine Anti-Knirsch-Schiene, beziehungsweise auch eine gegen Schnarchen, die dann den Kiefer nach vorne zieht, aber dadurch halt so ein bisschen eher so Verspannungsschmerzen, die von der Schulter nach oben strahlen. Ja, das kann ich verstehen. Unter Halswirbelsäule muss ich mir nachher nochmal angucken, weil es ist immer schwierig, da ranzukommen. Wie ist das? Ja, tut ein bisschen weh. Wie ist das? Weniger. Und da? Ja. Merkst du schon. Das merke ich schon. Okay. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt einer der wichtigsten Tests. Aha. Hier ist das Schulterdach. Ja. Schulterblatt, Schultergelenk. So. Der Winkel, der steht ein bisschen ab. Ja? Mhm. Und was ich vorhin meinte, ist, das Schulterblatt läuft hier über die Rippen. Und bei dem Skelett sieht man es natürlich nicht, aber wenn man jetzt von vorne gucken würde, hätte man da so Einschnitte, da wo die Rippen sind, im Schulterblatt. Okay? Ah, und die beiden quasi dann. Du, dadurch, dass das wirkt ein bisschen instabiler bei der Schulterblatt, ja. Du führst das von oben nach unten und dann macht das so. Dann geht das hier so. Ja, so ein bisschen auch über die Rippen drüber. Hat aber erstmal nichts mit einer Gefahr der Schulterluxation zu tun, weil dafür muss der Humerus, der Oberarmkopf, dann raus, nach hinten oder nach vorne, je nachdem. So, was ich jetzt mache, sie gibt dir von hinten einen kleinen Impuls und ich greife einfach nur hier vorne an den Oberarmkopf und bewege den nach hinten und wieder nach vorne. Und gucke, ob das gleichmäßig geht oder nicht, je nachdem, wie fest das ist. Und das gibt mir immer eine ziemlich gute Rückmeldung, wie stabil oder instabil etwas ist. Und dafür muss ich natürlich unter das Schulterdach kommen. Arme einfach liegen lassen? Ja, flexst du gerade ein bisschen hier? Deswegen frage ich, soll ich die einfach irgendwie versuchen? Das ist locker. Locker. Das ist locker. Da war gerade rechts ein bisschen was drin. Wir haben war so ein Mini-Ticken, aber normal, also wenn ich jetzt, also normalerweise, wenn ich jetzt einen instabilen Oberarmkopf habe, dann ist das tatsächlich so, ich gehe da drauf und dann macht das wirklich so. Ohne große Kraftanstrengung. Ich mache bei dir, habe ich gerade rechts und links mehrfach nochmal geguckt und gesucht, weil da bewegt sich nicht viel. Es war rechts und links ein leichtes Tacken. Okay. Nee, ist schon mal gut. Anders als instabil. Aber einmal die Arme heben wir hoch. Ja. Hoch so weit wie es geht. Noch weiter? Nee! Ist auch zu weit, oder? Naja, okay, gut. Die meisten kriegen die Arme noch nicht mal so bis, aber ist egal. Jetzt hier seitlich hoch. Gut, einmal mit der linken Hand auf den Rücken hinten greifen, so wie es geht. Okay, gut, reicht. Reicht auch? Ja. Aus wie das eiskalte Händchen. Meine Tochter hat gerade die Adams Family geguckt. Ja, das ist cool. Aber nee, mach nochmal links, weil es so interessant aussieht.
Nein, jetzt ganz im Ernst, aber gucken wir nochmal hier, haben wir das Schulterblatt sich abhebt. Okay, nochmal einmal. Okay. Warte mal, gehen wir auf die Seite. Rechts oder ein bisschen? Aber ey, ja, tut hier vorne weh, ne? Ja. Mhm. Aber das Schulterblatt hebt sich trotzdem auch hier ab. Okay, lass mal hocken. Bist du im Fitnessstudio? Nein. Was machst du sonst an Sport? Nichts. Kinder heben. Kinder heben? Mhm. Ja, du auch, wenn sie auf den Arm möchten oder sonst irgendwas. Mhm. Und halt viel einfach gehen, spazieren. So. Und Motorrad fahren halt. Wenn man das als Sport zählen darf. Ja. Nein, kann nicht. Also bei Profis, aber ansonsten, weiß ich nicht, ich meine das im Sport, ich meine, schwitzen tut man auch ganz viel bei, ne, mit den dicken Klamotten, aber ja. Tut man in der Sauna auch, ist das Schwitzen, ist das Sport? Ich weiß es nicht, tue ich mich gerade schwer. So, pass mal auf, also, ich habe ein paar gute Nachrichten für dich. Mhm. Hört man gerne. Ja, es kommt immer noch an, auf, wie man das jetzt bewertet, aber... ich glaube, bei deinen Hüften, es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Es ist eine Überbeweglichkeit und wenn es dann bei dir Zank macht, dann wird da ein Band springen und das tut schon mal weh. Ja? Das Blöde ist, also es ist nichts Schlimmes, das Blöde ist nur, man kann da halt relativ wenig machen. Also man könnte jetzt sagen, oh, fang an, nicht zu kräftigen, was die Hüfte angeht. Mhm. Bau deine Muskulatur auf, dann kannst du nicht mehr so weit rotieren. Weil nicht, das wird mal ein bisschen arg schwierig. Ja gut, oder das Bein einfach nicht mehr ganz so weit rüber drehen und dann... Also Leute, ich weiß nicht, also ich habe dich ja gefragt, ob dir bewusst ist, dass du zu einer gewissen Überbeweglichkeit neigst? Nö. Ich hatte das immer als normal angenommen. Okay. Nee. Okay. Ist es nicht? Die Frage ist ja auch, ob man das so bewusst macht. Also ob du immer wirklich nachdenkst, bevor du diesen Ausfallschritt machst, der dann dazu führt. Das glaube ich eher nicht. Nee, gerade wenn ich irgendwie ein Kind am Umfeld oder sonst irgendwas, wird man sich einfach so dahin bewegen. Genau. Das ist ja ganz häufig so, wenn wir Therapeuten auch so kluge Ratschläge an unsere Patienten rausgeben, wie zum Beispiel, wenn jemand einen Meniskusschaden hat, so, lass den Fuß nicht stehen, wenn du den Oberkörper drehst. So, ja, denkst du vorher auch nicht drüber nach, musst aber trotzdem sagen halt. Ne? Ja, also insofern mit den Hüften, ich fürchte, da kann ich wenig machen. Komm jetzt aber zu deiner Schulter. Mhm. Das ist eigentlich umso besser, weil da kann ich auch wenig machen. Das ist gut. Ja, also es ist gut, weil also dein Oberarmkopf, ich wüsste nicht, warum du damit jetzt kein Tennis mehr spielen solltest. Deine Beweglichkeit ist volle Kanne gegeben. Du kannst sogar eine Rückhand hinter deinem Rücken spielen. Gut, das war damals die Aussage vom Arzt, danach habe ich aufgehört. Die Frage ist ja, wie sehr das Tennisspielen deine Schulter tatsächlich provoziert hat. Und es kann ja sein, dass die Bewegungen auch, wenn das von der Belastung ja zu viel ist für deine Schulter. Mhm. Ich sehe dafür aber gerade keine Anzeichen. Ich sehe die fehlende Anbindung, also nicht die fehlende Anbindung. Wenn die Anbindung vom Schulterblatt nicht mehr gegeben ist, dann haben wir einen Nervenschaden. Das nennt man Scapula alata. Dann hast du so einen richtigen Flügel da hinten. Ja? Das ist nicht der Fall. Hier unten, der untere Winkel vom Schulterblatt. Ja. Das hier, das ist der untere Winkel. Ja. Der hebt sich mehr ab als links. Der steht ein bisschen weiter ab. Okay. Aber insgesamt ist das auch okay. Das kann man durch Training in den Griff kriegen. Ja? Okay, wenn man möchte. Das wird aber auch nicht großartig was an diesem Schultergeruppe. Das wird nicht weggehen. Okay. Und das kann ich dir auch nicht durch ein Manipulieren der Schulter oder sonst irgendwas wieder dahin bringen, dass es halt wieder, es sitzt nicht falsch. Es könnte besser angebunden sein, aber das Schulterblatt an sich sitzt nicht falsch. Es ist nur anders beweglich als auf der linken Seite. Okay, aber man könnte es. Mach mal hier links dieses. Dann kriegen die hin. Ja, seht ihr, hier ist es nicht, aber rechts schon. Deswegen ist natürlich, ich empfehle dir jetzt nicht, wieder mit dem Tennis anzufangen. Mhm. Aber ich sehe jetzt aber auch nicht den Riesengrund, nur weil es da ruppelt,
Das nicht zu tun. Das nicht zu tun. Also gebe ich dir einfach eine total unklare Aussage. Okay, ich mach muss das auch mal sein. Ich mache irgendwas draus. Nein, also wenn das jetzt dein große, wenn du sagst, so, boah, Tennis spielen gehört zu meinem Leben dazu. Nein, ich hab's ja jetzt seit 20 Jahren. Ich bin so nicht unglücklich, mehr. Seitdem ich das nicht mehr mache. Also, mach. Ja. Nee, aber es ist jetzt kein, also wenn ich jetzt manchmal mit meinen Brüdern spiele oder sonst irgendwas, wäre das ja kein Schaden, den ich anrichte. Kommt drauf an, wie du spielst mit deinen Brüdern, aber nicht, was die Schulter angeht. Okay. So, insofern muss ich halt jetzt auch mal einmal gucken, was kann ich heute außer dich zu diagnostizieren, was ja dich auch einen Schritt weiterbringt, was kann ich sonst noch für dich tun? Und ich glaube, aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit, das was du vorhin beschrieben hast, kann ich ja deinen Schulternacken noch vornehmen. Unten in der Hüfte habe ich nicht wirklich was entdecken können, Lendenwirbelsäule auch klar. Also insofern gut. Also erstmal, erste Beurteilung ist gut. Das ist schön. Für Mitte 20. Ja, was? 43. Alles klar. Ich habe bisher die erste Rippe hier. Bei dir, das ist die hier. Ja. Die dürfte sich ein bisschen mehr bewegen. Weil was ganz klar ist, du durch dieses etwas diese etwas geringere Einbindung fängt der Trapezius ein bisschen mehr an zu arbeiten. Ja, der fängt dann Schulterproblematiken gerne auf. Was dazu führt, dass auch mal die erste Rippe hier, da ist die gelenkige Verbindung da. Ich merke sie. Okay. Die müssen einschränken, was die Mobilität angeht. Das ist die erste Rippe sitzt hier. Ja. Da sind die meisten Menschen immer ein bisschen überrascht. Also oberhalb, hier ist euer Schlüsselbein. Und noch weiter oberhalb sitzt die erste Rippe. Irgendwie denken wir immer alle, die Rippen fangen hier unten an oder so. Nee, die fangen hier oben. Fängt die Rippen. Und da kann man auch dann schon diesen Hexenschuss, nee, wie man den so, nee, ist nur unten. Der Hexenschuss an sich ist üblicherweise hier unten in dem Lendenwirbelsäulenbereich. Und der findet eigentlich auch immer, da kommen wir gleich noch zu, also dein Rücken, ne, ich werde den hier unten auch noch bearbeiten, der findet eigentlich dann hier in dieser seitlichen Muskulatur, in der tiefen Muskulatur statt. Das ist eigentlich das Typische. Aber das hatten wir hier ja auch schon häufiger. Was ist der typische Hexenschuss? Schwierig. Und eine ganz klare Definition vom Hexenschuss gibt es auch bis zum heutigen Teil nicht. Also Wirbelblockade, ist es Muskelverspannung, etc., etc., etc. Bewegungseinschränkungen haben wir nicht. Insofern bemühe ich mich gerade, hier Spannung vom Hinterhaupt wegzunehmen. Das ist jetzt erstmal, das ist mein Hauptfokus. Also, im Großen und Ganzen bin ich mit dem, was ich jetzt bei dir gefunden habe, erstmal ganz zufrieden. Das höre ich gerne. Genau, weil das sind natürlich schon wichtige Fragen. Ist was mit meinen Hüften? Wie sieht es mir, ne, was ist der wie sieht es mit meiner Schulter aus? Und mach mir da jetzt auf jeden Fall keine großen Sorgen, was deine Zukunft angeht. Gut, bei dir könnte es halt sein, dass man spontan ein Gliedmaß einfach so abfällt. Aber dann baumelt das, kann ich wieder reinklinken. Genau. Rechts merke ich es aber schon hier an dem Punkt. Wo ich jetzt gerade durchgegangen bin, ja, oder ja, genau. So generell? Nee, so jetzt gerade. Mhm. Ja. Das ist halt schon das Schulterdach. Hier, da. Da kann schon ein Muskel, der Supraspinatus, der fängt da manchmal an zu meckern, wenn er zu wenig Platz da hat. Das kann ich mir bei dir aber nicht vorstellen, so wie sich das jetzt dein Schultergelenk anfühlt. Das ist beidseits relativ gleich. Vielleicht war auch das damals das Problem, dass der Muskel sich etwas verdickt hat und dass du dann hier
durchs Tennisspielen immer mal wieder deine Schmerzen hattest. Das weiß ich allerdings nicht. Das kann ich jetzt so genau nicht mehr sagen. Frauen mit Kopfschmerzen kann ich übrigens eins empfehlen. Haare abrasieren. Total toll. Kein Spaß. Ey, du kannst viel besser den Schädel bearbeiten. Viel besser. Wenn es jetzt so einen Hype gibt, dass sich alle Frauen rasieren, weißt du Bescheid. Meinst du jetzt den Kopf? Ja. Also. Hört man dich? Du bist ja sonst immer so leisen Sohlen unterwegs. Wenn ich nicht... Nein. Ach, herrlich. Und vor allem, positive Erwähnung nochmal. Jetzt guck mal, wie gerade der Florian hier die ganze Zeit sitzt. Ja, und der verzieht auch nicht eine Miene. Es gibt nicht mal ein Thumbnail, ein gutes. Tut mir leid. Können ja am Ende nochmal versuchen, eins zu stellen. Ich habe doch gesagt, dass ich soweit mit den Sachen ja auch zufrieden bin. Und das darf doch auch mal so sein. Ja, auf jeden Fall. Nur nicht fürs Thumbnail halt. Nö, dann nehmen wir dich heute. Ah, okay. Du kannst auch einfach mal den Mund aufreißen und... Ja, gut. Das nehmen wir. Sehr schön. Vorsicht, ich arbeite den Kindern gar nicht, mach fast alles mit. Jetzt gucken wir mal unsere Halswirbelsäule. Ich nehme jetzt mal deinen Kopf und guck mal, wie ich den hier seitlich reinbewegen kann. Mhm. Dann gehe ich hier unten da auf das Gelenk deiner ersten Rippe. Ja. Okay. Gut, genau. Dafür müsstest du mich hier ein bisschen den Kopf rumbringen lassen. Ist das gut? Okay, gut. Geht? Mhm. Okay. Einmal noch. Okay. Bisschen unangenehm auf der ersten Rippe, weil er viel weichter noch drüber liegen. Ist das schlimm, wenn ich jetzt sage, dass das gerade besser wird? Also weniger wehtut? Ich meine eigentlich immer alles nur schlimmer. Das ist wie, das ist bei der ersten Rippe, also wie Klaviertasten. Man muss da von oben drauf drücken, beidseits. Und wenn das ein bisschen schwingt, dann ist es gut. Und die hier. Die hat nicht so geschwungen wie auf der linken Seite. Okay. Und da ist halt auch ganz häufig nicht, dass sich die Kapseln hier in diesem Gelenkspalt lösen, sondern da muss man wirklich, deswegen wird das auch ganz häufig intermittierend gemacht. Also das heißt hier, hi Spinne. Da. Da. Hm. Ah. Ich will da nicht, dass du gleich durchrennst. Na, also, dass man da intermittierend dran geht, jetzt immer auch mehr. Ja, also aber auch. Ne. Die haut schon ab. Eine interessante Folge. Jetzt gucken wir noch mal. Ob mir hier in der Muskulatur ein Seitenunterschied auffällt. Spürst du einen Seitenunterschied? Ich hatte gerade das Gefühl, dass das ein bisschen beim Runterziehen gesprungen ist, aber sonst nicht. Aber jetzt vom Berührungsempfinden, wenn ich durchgehe, Nein. Ich spüre auch keine Verdickung hier auf der rechten Seite. Da sprang gerade rechts. Irgendwie beim... Ja, aber das Seite, beim Seite. Du meinst, meinst du, wenn das so spielt? Das, ja. 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 In der Schulter
und wird alles abgedeckt durch den Kappenmuskel. Das ist der Delta-Muskel. Der geht bis dahin und von hinten da. So, der drei Unterschiede. Das heißt, wenn ich hier einen Supraspinatus will, muss ich auch immer durch diesen Kappenmuskel, diesen oberflächlichen, durchdrücken. Und dann rutscht, ne, das auch, ja, das hier, ja, was da zur Seite rutscht. Ne, merkst du, ah, ja, da rutscht es auch. Okay, leg die mal auf den Bauch, bitte. So, einmal ablegen. Einmal die Füße hoch. Ich hatte da noch zwei Striche in der Mitte der Brustwirbelsäule, etwas untere Brustwirbelsäule. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sich da ein Brustwirbel etwas besser noch bewegen lässt. Gleichzeitig aber möchte ich natürlich immer auch den unteren Bereich abgeben. Jetzt kommen wir auf deine Frage nochmal, was die Hexenschüsse angeht. Mhm. Die sind eigentlich meistens hier, da. In diesem, und oben zwischen den Schulterblättern ist da? Nee, das sind Brustwirbelsäulenblockaden. Ja, okay. Oder aber es sind... hier diese Muskeln, hier diese, die Rhomboideen, die halten so das Schulterblatt unter anderem halt auch an der Wirbelsäule. Was ja bei dir hier auf der rechten Seite so ein leichtes Problem ist, ja. Mini-Problem. Also hast du Hexenschüsse immer hier oben gehabt? Nee, sowohl als auch. Jetzt habe ich in meinem letzten Jahr einmal, ja, muss schnell zum Kind und dann runtergebeugt. Dann hatte ich unten einen und zwischen den Schultern weiß ich gar nicht, wann das passiert ist. Das wäre jetzt ein Bild fürs Sample. Dann gucken wir nochmal die andere Seite. Tatsächlich, das merkt er. Aha. Ja, das ist vor allem wirklich an der typischen. Das ist ganz witzig, ihr könnt auch mal bei euch selber gucken, hier letzte Rippe und dann wo der Beckenkamm kommt. Der Abstand bei dir ist relativ gering. Hier ist die letzte Rippe. Dann hat man den Finger da und da ist der Beckenkamm. Also haben wir nur so einen kleinen, nur so wenig Platz dort. Unterhalb der letzten Rippe, da entstehen die meisten Hexenschüsse. In dieser Region, das merkt man beidseits. Tatsächlich, aber links noch mehr als rechts. Yes, ich hab was gefunden. Ich fühle mich wie so ein Goldgräber heute. Also wenn ich schätzen müsste, dann wäre der Hexenschuss unten links eher gewesen. Also unten links, hier wirst du bestimmt mindestens schon einmal einen Hexenschuss gehabt haben. Das sieht man deutlich. Okay, jetzt kannst du oben wieder ein bisschen locker lassen. Genau.
ein bisschen den Krampfen. Gut. Knacken in der Brustwirbelsäule, wie machst du das selber? Hast du eine Rolle zu Hause? Nee, noch nicht. Also das, nicht. Mach ich bis, das ist so selten, dass da eigentlich, das geht dann einfach mit der Zeit wieder weg. Okay. Gut, okay, warte mal. Ich brauche dich mal in Rückenlage, bitte. Okay. Ja. Du machst deinen Beruf anscheinend sehr gerne. Warum? Den Eindruck hatte ich jetzt. Ja, mache ich auch. Gut. Ich finde es immer wichtig, dass man seinen Job liebt und gerne macht. Was für ein Muskel ist das jetzt? Das hier, oh, da, ja, ja, das genau sind unterschiedliche das Muskeln. Das hier sind die kurzen Nackenextensoren, die überkreuzen sich so ein bisschen. Die sind relativ kurz und neigen sehr zur Verspannung. Nichtsdestotrotz, wenn ich bei dir die Halswirbelsäule runtergehe, kommen noch mehrere Muskeln, so wie der Schulterblattheber oder auch der Trapezius kommt da mit rein. Und auch wenn du dein Pokerface die ganze Zeit behältst, merke ich trotzdem, wie intensiv das Ganze für dich ist. Und ja, dann und wann mal für die Halswirbelsäule eine Behandlung einfließen lassen, so einmal im Jahr vielleicht, würde ich dir für die Zukunft schon empfehlen. Okay. Hm? Mag sich komisch anhören, aber der Tinnitus auf der linken Seite ist auch ein bisschen besser geworden gerade. Vielleicht kommt ja auch durch Verspannung. Tinnitus? Woher kommt ja jetzt ein Tinnitus auf einmal? Den habe ich schon fast immer, deswegen bin ich da so dran gewöhnt. Aber jetzt gerade... Oh, guck. Also Tinnitus, ich gehe mal davon aus, dass das immer alle wissen, aber jeder hat es wahrscheinlich schon mal gehört. Es sind unklare Ohrgeräusche, also das ist eigentlich meistens ein durchgängiger Ton, der in der Aktivität kaum wahrzunehmen ist, aber gerade wenn man zur Ruhe kommt, einen unfassbar nerven kann. Es gibt ganz unterschiedliche Theorien, woher ein Tinnitus rührt. Ich sehe das in der Therapie ganz häufig, dass die Spannung in der gerade... hier im Hinterkopfbereich
Hier oben haben wir, was hier die Durchblutung von C2, C1 angeht. Hier haben wir das Innenohr, ja, und wir haben eine Verbindung zwischen C1, Schädelknochen und Innenohr. Nicht wirklich anatomisch, physiologisch hundertprozentig erklärt, aber ich sehe es trotzdem immer wieder. Deswegen bei Tinnitus ist das schon so mein Steckenpferd, in der Region auch zu arbeiten, durch Blutung zu verbessern und dadurch den Tinnitus auch wieder zu minimieren. Der Tinnitus an sich ist aber auch ein ganz klares Stresszeichen. Ja, es ist meistens durch irgendein Trauma oder sonst irgendwas, also jetzt nicht, dass jemand erschossen worden ist, das ist jetzt kein Trauma, aber es kann auch eine zu laute Musik, es kann Dauerstress bei der Arbeit, alles Mögliche kommt dafür in Frage, ausgelöst sein. Das heißt, es ist eine Überlastung des Nervensystems. Und wenn man sich dann nicht darum kümmert, das Nervensystem auch wieder zu entlasten, dann ist das schwierig, den Tinnitus ganz wegzukriegen. Unter anderem halt eine simpelste Entlastung zentrales Nervensystem ist Meditation. Ich habe mir jetzt angewöhnt auf diese Stachelmatte, habe ich mir eine geholt, mich abends eine halbe Stunde draufzulegen, das ist schon ganz gut. Ja, Akupunkturmatte. Ja. Immer gut. Tut mir leid, ne? Ich finde nichts zum Knacksen. Hat doch was geknackt. Oh! Ja, aber nicht zu mobilisieren. Dass ich halt die Gelenke wirklich in Bewegung bringe halt. Setz dich nochmal auf, bitte. Brauchst du den Stuhl? Nee, kannst du haben. So, am Schulterblatt hätte ich jetzt natürlich auch noch viel arbeiten können, aber ich habe jetzt nicht den Ursprung der Schmerzhaftigkeit hier bei dir jetzt gerade sehen können heute. Okay, und dieses, wie gesagt, an dem Schulterblattgeräusch würde sich sowieso gar nichts ändern. Das heißt, also ich habe jetzt da, was das angeht, jetzt kein klares Ziel vor Augen. Deswegen nicht wundern, warum ich die Schulter und aber auch deine Hüften jetzt nicht direkt behandelt habe. Ja, ja. Ist, also ich könnte da rummachen, wie ich will. Nur damit ich was mache, aber... ja, wenn es nicht muss, dann... Nee, genau, es muss nicht und das ist ja an und für sich auch gut so. Und tatsächlich bin ich deswegen auch schon fertig mit dir, weil ich sehe jetzt keine großen anderen Angriffspunkte. Ich habe jetzt deinen Schulter-Nackenbereich durchaus mal auseinandergenommen. Ja, zumindest mal ein bisschen mehr... Detonisiert. Aber bitte? Knackt auch gerade. Knacken ist immer bedeutet, dass Druck rausgeht. Ne? Aber es ist halt nicht so, dass ich den Wirbel gefunden habe, wo ich jetzt ne, den zu mobilisieren habe. Okay, wir quatschen noch. Alles klar. Ne? Aber mit der Behandlung sind wir eigentlich durch. Ne? Okay. Okay. Ja, heute mal eine etwas andere Folge, insofern, dass ich weniger körperlich gearbeitet habe, als dass ich dir ein paar Antworten auch mit in die Hand gegeben habe, was ja nicht ungleich wichtig auch ist. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich mich auf den Schulter-Nackenbereich auch konzentriert. Du hattest jetzt gerade in der Pause was gesagt? Dass das Rauschen, zumindest auf dem Ohr, aktuell komplett weg ist. Habe ich schon... Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, seit wann. Und dementsprechend wäre es vielleicht gut, da hinten, wie gesagt, ich habe nichts, das ist aber auch wieder, ne, Tinnitus nehmen wir mal, ich habe jetzt nichts mobilisiert, außer die erste Rippe rechts ein bisschen in Bewegung zu bringen und hinten in der Brustwirbelsäule ein bisschen Druck rauszunehmen aus drei Wirbelkörpern, das war aber durch meine intensiven Ausstreichungen schon der Fall, sondern dadurch, dass ich die Muskulatur und die Faszien halt gelockert habe. Die bringen häufig Druck halt auf die Blutgefäße und können dadurch halt einen Tinnitus beeinflussen, zumindest. Ne? Kann ich auch selber irgendwie? Ja, mit der Rolle. Ja, das zeige ich dir gleich. Ja. Ich hatte dir, ich wollte dir sowieso zeigen, euch habe ich das schon so dermaßen häufig gezeigt,
Das müssen wir jetzt nicht ans Ende packen. Aber ich zeige dir gleich, wie du mit so einer Styroporrolle einmal den Rücken und den Nacken bearbeiten kannst und das so als kleine Routine einführst. Weil du arbeitest ja auch sehr viel nach unten, da kommst du nicht drum herum. Ja. Aber nochmal, auch was jetzt Hüfte, Schulter, haben wir drüber gesprochen. Aber auch, ich habe jetzt deinen ganzen Rücken mir angeguckt und der gefällt mir gut. Das, was ich jetzt so beurteilen kann. Ne? Und das kannst du durchaus mal als positive Botschaft mitnehmen. Auf jeden Fall. Also, also auf keinen Fall mehr Sport machen. Okay, notierlich. Reicht ja so anscheinend. Ja gut, gute Gene wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Haben eigentlich alle meine Brüder auch. Einen ähnlichen Körperbau. Also soweit zufrieden mit dem Rücken. Ja, ja, das ist ganz häufig, ist das genetisch tatsächlich auch ein bisschen beeinflusst. Mhm. Ja, also ich gebe dir positive Botschaften mit, auch nach Iserlohn. Meinetwegen kannst du auch mit dem Tennis das wieder ausprobieren. Ja. Falls die Schulter getriggert wird, dann hörst du wieder auf. Aber dass dir die Schulter rausfliegt, da brauche ich keine Sorge. Also das sehe ich jetzt gerade nur wirklich überhaupt nicht. Das hilft mir weiter. Also ich nehme ein paar sehr gute Sachen von heute mit, muss ich sagen. Okay, das freut mich und ich hoffe auch, dass du heute wieder ein paar Erkenntnisse, neue Erkenntnisse vielleicht, ich habe einiges am Skelett erklären können, wieder mitnehmen konntest. Hast du noch Fragen? Aktuell nicht, nee. Okay, sonst kannst du das gleich auch noch machen. Wenn jeder, der sich hat filmen lassen, darf auch jederzeit immer wieder gerne anrufen, ne? Falls irgendwas ist. Und ja, apropos, falls du Bock hast, dich filmen zu lassen. Falls es nötig ist, melde dich gerne bei uns. Wir können jederzeit miteinander quatschen und dich terminieren. Und ansonsten abonniere unseren Kanal gerne, gib uns einen Daumen nach oben. Und wenn du eine Frage hast, schreib die einfach unten in die Kommentare und ich versuche die dann so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke dir, Florian. Gerne. Ich danke dir, Linda. Gerne. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.